Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Bioshock 2 Remastered Variante. Wir sind jetzt hier gerade am Suchen, wo wir den Adam-Typ finden. Ja, wo ist er denn? Hier raus, okay. Wenn du mich jetzt wieder durch das geschlossene Ding führst, drehe ich am Rad. Ich mag nicht. Hier. Hier. Ja, und da komme ich nicht durch. Ja, danke fürs Gespräch. Vielen Dank für das Gespräch. Hört sich an, als würde Wales Bruder Daniel jetzt das Pink Pearl betreiben. Das ist ein Bordell der Extraklasse, mein Junge. Auf deiner Seite der Tür. Sieh zu, ob du den Code bei Daniel findest. Wo ist dann Pink Pearl? Pink Pearl, Pink Pearl, Pink Pearl. Ach, jetzt ist auf einmal auf. Wir haben eine neue Waffe bekommen. Eine Harpune. Komm, Daddy, wir sind gleich da. Zeit fürs Bettchen. Zeit fürs Bettchen. What the fuck? Das Pearl gehörte zu den nobelsten Häusern in ganz Rapture. Aber im Krieg haben sich die Bewohner irgendwann selbst zum Verkauf angeboten. Daniels Büro ist in der obersten Etage, glaube ich. Okay. Jetzt ist Plan B gefragt. Sechs und dann die Dünen. Und dann gehen wir da runter. Weil wir können ja, glaube ich, die Harpunenteile wieder einsammeln. Hallo? Wer ist da? Babel? Hier ist Babel. Das ertrage ich nicht. Oh, das können wir hacken. Sollte doch etwas aufpassen. Und wo kam das? Von da? Oh, da benutzen wir das Kleine und das andere auf. Gut, ich will doch jetzt endlich nur das Ding bringen. So, wo ist es dann? Ah, hier ist er, okay. So, Kleines. Adam, Daddy. Hier. Leg mal los. Engel draußen. Adam drin. Dieser Engel ist einsam. Ach, die Waffe braucht viel zu lange. Das Kleine für mich. Alter, was bist du für einer jetzt, Woche? Yeah.
Aber ich war ja auch ein bisschen böse. Dass ich den besten Game der Welt habe. Wird mir ja ein bisschen böse. So, nochmal heilen. CJ, CJ. Weg mit dir. So, was haben wir hier? Klar, ich hatte schon einige Feuer zu meiner Zeit. Und die hatten alle ihre Macken. Aber ich glaube, Rupert schlägt sie alle. Er wollte immer, dass ich mich währenddessen hochspleiße. Meinte, das bringt mehr Spaß für uns beide. Ich sagte ihm, ich mach's nicht aus Spaß, sondern wegen der Kohle. Außerdem hätte Danny einen Anfall gekriegt, wenn ich das Fixen angefangen hätte. Er selbst tut's natürlich schon. Aber was für den einen okay ist, ist für den anderen noch lange nicht okay. Hier im Drop. Okay. Ja. Was für den einen okay ist, ist nicht für den anderen okay. Ich glaube, wir nehmen ein bisschen die Kettling. Da haben wir ein bisschen Munition dafür. Ja, ich weiß, du musst jetzt ins Bettche. Also bringe ich dich auch mal ins Bettche. Ja, gute Nacht, Kleiner. Und tschüss. Ja. Danke. Bitte, bitte. So, dann gucken wir mal weiter. Wo müssen wir jetzt noch hin? Achso, das haben wir jetzt hier mit die Fähigkeit. Gut, ganz nach oben. Wir müssen hier irgendwo Brot suchen noch. Dann finden wir auch noch. Früher musste man, wenn ich es doch nicht richtig, also wenn ich noch richtig denke, im ersten Teil war doch so, dass man noch. Du gehörst also zu Simon? Hier ist mein Friedensangebot. Zu Filme. Willkommen im beschissenen Pink Pearl, Sweetie. Das muss Daniel sein. Stell ihn und zeig ihm, wo der Hammer hängt. Nee. So, dann nehmen wir noch das bisschen mit. Stirb! Spider-Splicer-Forschung erhöht Schaden. Pfui, die sehen ja eklig aus. Der hat auch kein Auge mehr irgendwie. Rechts, links, rechts, rechts. Okay. Und was kriegen wir? Oh, hier ist noch ein bisschen Benzino Gasolino. Ich würde sagen, Schrot machen wir auf jeden Fall voll. Mieten nehmen wir auch noch mit, weil, wie gesagt, mit einer schieße ich halt ziemlich schnell. Kugeln, Brandmiete, Hackerpfeil, nö. Muchas gracias, señor. Ist ja nicht gekommen. Alter, was für ein Gummiball. Ich hab Pläne für dich, Schätzchen. Das wird Mordspaß. Ah ja. Was? Du Freak! Ich bin ein Freak? Alter, wenn ich ein Freak bin, was sind dann ihr? So, nochmal kurz gucken. Wir haben jetzt zwei Little Sister von drei. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo noch ein Big Daddy sehe mit einer Little Sister dabei, muss ich mir das leider holen.
Musikalisch? Kann ich den aufmachen? Klavier geht? Alter, was haben die hier gemacht? Toilette kaputt, muss ich melden. Schick dich, mein Bruder! Einen beschissenen Blechlack ein! Einen beschissenen Blechlack ein? Ey, wie soll das jetzt, was soll das jetzt essen? Alles zu viel Alkohol. Ah, da können wir uns noch was anhören, bis der Alkohol weg ist. Scheiße. Ich bin blau und da kommen immer die Erinnerungen. Naja, ganz früher haben Simon und ich Kathedralen entworfen. Und wenn der Job erledigt war, dann hat Simon zum heiligen Thomas gebetet. Und ich habe mich besoffen. Ich war damals das schwarze Schaf. Der ganze Jesus-Quatsch konnte mir gestohlen bleiben. Dann sagt Andrew Ryan, er will Wales und Wales für den Bau von Rapture. Eine Kathedrale ohne Gott. Ein Monument des Aufstiegs der Menschheit. Die Baufirma hatte er schon. Einen Kerl namens McDonough. Ich bin ihr Architekt, sag ich. Und Simon zieht halbherzig mit. Jetzt habe ich Mädels am Laufen und er lebt in dem Wahn, dass er Seelen rettet. Pfarrer Wales! Nicht zu fassen, dass ich mit so einem Tortel in derselben Fruchtblase war. Tja. Ist halt so. Schmerz mit einem Drink zu killen. Und da steht auch auf meiner Hausbar eine Flasche Messwein von meinem lieben Bruder Simon. Und natürlich ist das Datum auf dem Flaschenetikett der Zugangscode zu seinem Territorium. 1919. Okay, ich sollte 19, den Scheißwein 19. durch meinen Körper jagen und ihm dann lauwarm zurückschicken. 1919. Versuchen wir uns das mal zu merken. Glaube, Delta. Er lebt in uns und doch auch jenseits von uns. Daniel fehlt er. 1919. Pfarrer Simon Wales nicht. Der Gläubige stirbt nicht in Furcht, so wie du. Wir erreichen das Märtyrertum. Ah ja, wir erreichen das Märtyrertum. Nein. Ah, hier ist noch ein. Ah, voll. Alter, wo ist dann der? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. So, Kamera. Mein Territorium. Oh!
Ah, schon Woche keine Munition. Fall einfach um. Fall doch einfach um. Na komm. Ja, bist doch liebes. So, dann gucken wir mal, wo wir hin müssen. Siehst du? Dann ganz in der Nähe. Ja, so in der Nähe, ich weiß nicht. So, jetzt habe ich nicht gesehen, wo es weiter hingerannt ist. Da geht's lang. Da rein? Okay. Ah, hinter dieser Kreuzung liegt der Rest der Allee. Und dort sind auch die Pumpen. Da hinten hausen Pfarrer Wales und seine Glaubensfanatiker, die er für Lamb rekrutiert hat. Okay, wir brauchen einen Code. 19. Ich hätte, hätte ja auch nicht drum gegen eine 19. Oh, was ist denn jetzt los? Pfarrer Simon Wales, können Sie mich hören? Ich habe einen Teufel in Ihrer Gegend in die Falle getrieben. Und Simon. Daniel ist tot. Ermordet. Hören Sie nicht, wie er nach Gerechtigkeit schreit. Die haben dir den Saft abgedreht. Du sitzt fest, bis die Notstromversorgung anspringt. Ich helfe dir, dir die Meute vom Leib zu halten. Sieh in der Rohrpost nach. Wisse, Bestie. Daniels Körper mag erkalten, aber seine Seele ruht im Kinde des Lamms. Du wirst in der Hölle schmoren und ich werde ein trauernder Bruder sein, der dich dorthin schickt. Ah ja. Entschuldigung. Komm raus, Klein. Uiuiuiui. Nee, dann müssen wir halt das da nehmen. Und gib ihm. Deine Sünde holt dich ein, Bestie. Und sie hat unzählige Namen. Wir wollen noch da kommen. Eleanor Lamb ist unsere Rettung, Dämon. Du wirst uns nicht um unseren letzten Lohn bringen. Naja. Zieh dir deinen dämlichen Anzug aus. Was ist denn jetzt? Sieh dir zu, den wie ich dich kaputt mache. Oh, der hat ein bisschen mehr Power drin, glaube ich. Warum brutzelt er? Kann ja wohl nicht gut gemacht, alter Knabe. Ich glaube, du bist schon nahe bei Simons unterirdischem Tempel. Geh zu Pumpenstation Nummer 5 und leg den Park von da aus trocken. Der Sauerstoff wird langsam knapp in der Bahn hier.
Und ich würde es nicht gerne sehen, wenn unsere Partnerschaft so früh enden würde. So, dann holen wir das erstmal voll und das erstmal voll. Dann so. Bisschen Schrotflinte-Munition, ein bisschen von der. Bohrer ist voll, das war's dann eigentlich schon. Ah, da hätte noch Eve gelegen. Siehst du mal. Das ist nur Hackerpfeil, glaube ich, oder? Ich glaube ja. Also es hat immer nur so ausgesehen wie Hackerpfeil. So. Frage dich, Delta. Du, der du so unermesslich gelitten hast unter Menschen wie Ryan. Was ist der Preis des Paradieses? Um dem Schmerz ein Ende zu setzen und der Sünde, welchen Preis müssen wir bezahlen? Eleanor ist meine Antwort. Ah ja, nee, ist klar. Schlafende Engel leuchten. Adam leuchtet. Adam in den Taschen, Taschen, Taschen. Mächtig laut. Lieder. Okay. Weg von dem Kind. Weg von dem Kind. Und wo kommt er? Und da kommt es. Ich bin fertig. Ja, dann. Ich sage den anderen Mädchen, dass ich den besten Daddy der Welt habe. Dräng dich nicht. Kann doch wohl nicht sein. Wie kommt er denn noch? Hallo? So, das hacken wir jetzt ein bisschen. Was ist das? Du willst mich da jetzt echt trollen, oder? Keine Kohle mehr, keine Kohle mehr. Ich glaube, läuft Big Daddy. Haben wir noch Ammo, müssen wir machen. Riechst du das, Adam Daddy? Da drüben! Hörst du mich für so dämlich? Klar, warum auch nicht? Denk das nur weiter! Du glaubst, du kannst dich verstecken? Ich höre dich! Der hier hat Adam! Ja, dann bitteschön. Rosen und Sonnenschein bedeutet Engel. Er schläft. Er schläft. Komm raus, Kleiner. Alter, das schreckt mir ja. Weg mit dem Schmutz! Wo Engel hinfallen, wachsen die Rosen. Jetzt werden's mir ein bisschen zu viele. Was
Das war echt knapp allerlei. Kann ich dich wieder mitnehmen? Leider nicht. Oh, guck mal, hier ist Kure. Sinclair, es ist mir egal, wie Sie es anstellen, dass Lamb aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwindet. Eigentlich würde ich den Kontakt zu Ihnen am liebsten ganz abbrechen. Aber erlauben Sie, dass ich mich ganz klar ausdrücke. Ich möchte es nicht mehr sehen, wie Lamb die Leute mit ihren bolschewistischen Fieberträumen infiziert. Löschen Sie jede Erinnerung an sie aus. Beerdigen Sie sie für alle Zeiten. Das ist mal Ansage. Aber in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Auch wenn es nur ein bisschen längere Folge geworden ist. Haut rein, genießt den Tag und tschüss.